Planer und Ausführenden mussten wegen der vielen neuen Aufgabenstellungen aufgebracht werden, um die Baumaßnahme annähernd im geplanten Zeitfenster abzuwickeln. Erschwerend kam auch noch der rekordverdächtige Sommer hinzu, der mit Temperaturen bis zu 50 Grad in der Baugrube sehr, sehr schwierig war. Nochmals meine spezielle Hochachtung und meinen Dank an alle Handwerker, die hier tapfer und ohne große Wehklagen in der Bruthitze sogar Überstunden leisten mussten. Die Besonderheit des Bauens mit tierischen Nachbarn war auch stets ein Begleiter. Ich als Baumensch war erstaunt, als bei den Besprechungen zu den weiteren Abbrucharbeiten die Menstruationszyklen der Elefanten berücksichtigt werden mussten. Zu einer anderen Situation erinnere ich mich auch noch ganz genau an die Worte des Zooinspektors Herrn Zehnau, der im Rahmen einer Baubesprechung wegen des stark schwankenden Wasserstandes im Affenweiher sagte, wenn das Wasser weiter so rauf und runter geht, dann braucht ihr heute Nachmittag nicht betonieren, dann könnt ihr uns beim Affenfangen in Schwabing helfen. Letztendlich sind meines Wissens noch alle Affen da. Bei den Elefanten ist auch alles in Ordnung und die Baumaßnahme geht termingerecht ohne nennenswerte Unfälle in die Ausbauphase. Wir, die InnovoBau, wollen uns für das entgegengebrachte Vertrauen und bei allen beteiligten Planern, Statikern, Handwerkern und auch dem Bauherrn für die angenehme und professionelle Zusammenarbeit bedanken. Wir wünschen dem Tierpark Hellerbrunn mit dem wiederauferstehenden Wahrzeichen für München viel Glück und viel Erfolg. Nach alter Tradition erhebe ich jetzt mein Glas und trinke auf alle fleißigen Handwerker und auf den Bauherrn. Aufs Elefantenhaus. Vielen Dank.